Russland hat mit Kampfdrohnen massive Schäden in der Ukraine angerichtet. Jetzt fordern die USA eine UN-Untersuchung dazu. Denn angeblich beliefert der Iran Russland mit solchen Kampfdrohnen. Die Ukraine setzt ihre Offensive zur Befreiung von russisch besetzten Gebieten fort. Ganz besonders angespannt ist die Lage in der südlichen Region Cherson. Kiew befürchtet nun, dass Russland einen Staudamm in die Luft sprengen will, um Teile der Region zu überfluten. Christoph Hipp berichtet. Warten auf den Sturm. Ukrainische Soldaten an der Front, irgendwo nördlich von Cherson. 88 Städte und Dörfer in der Region konnten die Soldaten seit vergangener Woche bereits zurückerobern. Die eigentliche Stadt Cherson baut Moskau in Erwartung eines ukrainischen Großangriffs derzeit zur Festung aus. Der Feind beschießt unsere Stellungen mit ziemlich starkem Artilleriefeuer. Außerdem haben die Russen versucht, Aufklärung zu betreiben, aber das ist gescheitert. Die Ukraine beschuldigt russische Streitkräfte auch, den Staudamm des Wasserkraftwerks Kachowka vermint zu haben, um mit einer Flutwelle eine ukrainische Gegenoffensive in Cherson zu stoppen. Hunderttausende Menschen sind im Falle eines Dammbruchs in Gefahr. Auch würden Strom- und Trinkwasserversorgung in der Region zusammenbrechen. Teil der neuen Strategie Moskaus. Aus der Luft, vor allem mit sogenannten Kamikaze-Drohnen iranischer Bauart, geht die russische Armee gezielt gegen die kritische Infrastruktur vor. Weil Moskau und Teheran offiziell die militärische Zusammenarbeit bestreiten, fordern die USA jetzt eine UN-Untersuchung zur Herkunft der Waffen. Die haben unterdessen bereits 40% des ukrainischen Stromnetzes getroffen. Den ganzen Tag über herrschte in den meisten Regionen Luftalarm. Wir haben mehrere Drohnen und Flugzeuge abgeschossen. Im Süden und Osten der Ukraine sind aktive Militäraktionen im Gange. Unsere Streitkräfte behalten die Initiative. Und Russland gerät in die Defensive. Zivilisten in der an die Ukraine angrenzenden russischen Region Rostow bei einem militärischen Kampftraining. In dem zweitägigen Kurs bereiten sie sich darauf vor, ihre Heimat nötigenfalls auch mit der Waffe zu verteidigen. Ich habe keinen Ehemann, ich lebe mit meiner Mutter und meinem Sohn zusammen. Und wenn etwas passiert, möchte ich bereit sein, meine Familie zu beschützen. Angesichts vorrückender ukrainischer Truppen hat Russland unterdessen die Evakuierung von Cherson fortgesetzt. 15.000 Menschen sollen bereits in russisch kontrollierte Gebiete in Sicherheit gebracht worden sein. Kiew verurteilt das Vorgehen indes als Deportation von Zivilisten nach Russland. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.